Hallo und herzlich willkommen bei Unglaubliche Pilze. Ich will heute mal der Frage nachgehen, gibt es denn schon Austernseitlinge bei uns in den Wäldern? Und ob es die gibt, das zeige ich euch jetzt. Also, da haben wir eine alte Buche. Buchen sollst du suchen, lautet hier das Motto. Und da haben wir die ersten Austernseitlinge. Und jetzt schauen wir uns die mal genauer an. Also das sind die Kleinen. Und guck mal hier, das sind die Großen. Und da hinten geht's weiter. Also es hat ja schon in den letzten Tagen ununterbrochen geregnet. Kann man nicht anders sagen. Wir waren nur mit Regencape unterwegs und das macht sich natürlich jetzt auch bemerkbar. Auch die Temperaturen. Wir haben zwar noch keine Minusgrade hier gehabt, aber ich denke mal so um die 3-4 Grad in der Nacht waren auf jeden Fall. Und das hat anscheinend schon ausgereicht, um die ganzen Austernseitlinge hier herauszutreiben. Wunderbar. Aber jetzt schauen wir uns die natürlich mal im Detail an, oder? Also, da sind sie. Und ich finde, hier sieht man es sehr schön, eine zentrale Stielbasis haben sie. Und ihr seht auch schon, die ziehen nämlich auch die Tierchen an. Deshalb müssen wir uns echt beeilen. Also ich habe sie gerade noch erwischt, die Außenseitlinge, im perfekten Alter. Also im perfekten Alter ist das hier. Ja, die sind fest, knackig. Die dürfen auf jeden Fall mit. Die kleineren lasse ich wahrscheinlich noch stehen. Also kleiner, um euch das mal ein bisschen näher zu bringen. Kleiner ist auf jeden Fall das hier, die hier. Also ich lasse das gesamte Areal hier stehen. Es hätte keinen Sinn, jetzt einzelne Pilze hier abzunehmen. Die anderen würden dann auch nicht richtig weiter wachsen. Deshalb entweder ganz oder gar nicht. Und ich würde mal sagen, der Fundort hier, der hat sich gelohnt. Dieses Jahr kommen die Austernseitlinge super. Dafür waren die Lungenseitlinge dieses Jahr auch wirklich gar nicht vertreten. Also, letztes Jahr waren extrem viele Lungenseitlinge da und dafür weniger Austernseitlinge. Das ist auch vielleicht mal interessant zu wissen, also zumindest bei uns war es so. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Habt ihr dieses Jahr das Gefühl, dass die Lungenseitlinge, also die Seitlinge, die im Sommer da sind an den Baumstämmen, genauso viel da waren wie im Winter? Oder was sind eure Erfahrungen dazu? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und schaut doch mal da. Oh, ist das schön. Traumhaft. Einfach traumhaft. Und da oben geht es auch noch weiter. Gucken wir noch mal hier unten. Sehr schön. Aber nur noch mal zu den Außenseitlingen. Ihr seht, der ganze Baumstamm ist voll. Da geht es weiter. Ich bin so gespannt, was mich jetzt an den anderen Bäumen in den nächsten Tagen dann noch erwartet, wenn das jetzt schon hier so geil aussieht. Mega, meine ich natürlich. Wow. Und hier nochmal kurz rüber geschwenkt. Er soll ja nicht zu kurz kommen. Buchenschleimrübling. Jetzt fangen wir mal von der anderen Seite an. Also, Schleimpilz hätten wir da. Unsere Hexenbutter, die sich gerade noch findet. Also die Einzeller auf Wanderung, so wie ich heute. Und dann noch der Buchenschleimrübling und da der erste Austernseitling. Und da die erste Traube von wunderschönen jungen Austernseitlingen. Dann gehen wir mal den Baumstamm weiter lang. Sehe ich doch schon die nächsten. Schaut euch das an. Also ich komme genau richtig.
Ich komme genau richtig. Und ich habe auch schon von verschiedenen Fundberichten in Baden-Württemberg, allerdings mehr im nördlichen Bereich, gehört, dass es welche gibt. Aber hier ist es ja doch vom Klima her noch ein bisschen wärmer. Aber ja, wie ihr seht, das hat sich doch heute gelohnt, mal zu schauen. Da hinten. Pilzmann meinte, die sind noch nicht da. Naja, so ist das mit der Natur. Da kann man nicht meinen, da muss man gucken. Wow, guck mal da, wenn wir schon am Gucken sind. Der ist ja richtig riesig. Also, da komme ich wirklich genau zur richtigen Zeit. Der muss auf jeden Fall geerntet werden. Und die dort auch. Also noch ein bisschen länger, dann war es das mit denen. Oh, mal hier die Blätter weg. Freut mich ungemein, weil ich diesen Pilz total gerne mag. Er hat so einen Geschmack nach Kalbsfleisch. Und vorletztes Jahr haben wir wirklich den ganzen Winter über uns von denen auch mit ernährt, so als Schnitzelchen oder als Nuggets. Da kann man wirklich ganz tolle Gerichte draus machen. Welche? Das könnt ihr natürlich auch immer auf unserem YouTube-Kanal Unglaubliche Pilze sehen. Wir haben eine Playlist. Da könnt ihr alle Rezepte sehen, die wir so kochen, unter der Playlist Der Pilzmann kocht. Da findet ihr ganz viele tolle Rezepte zu den Austernseitlingen auch. So, jetzt geht's an die Ernte. Oh, schaut mal hier. Scheint auch nicht die erste zu sein, oder? Was sagt ihr? Das sind noch Schnittspuren. Tatsächlich. War schon jemand vor mir da? Oh. Naja. Ist ja auch genug für alle da. Das sieht verdächtig aus, oder? So, dann geht es jetzt erstmal los. Messer rausgeholt. Und Pilze abgeschnitten. Also immer ganz unten an der Basis. Manchmal kann man auch ein bisschen. Naja, doch, 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 das geht. Wackeln, drehen und hier. Seht ihr es? Ein bisschen die Kamera hoch machen. Da. Wunderbar. Was will ich denn mehr? So, da sind die nächsten, die mit dürfen. Das weiß ich gar nicht so richtig. Seht ihr das? Die kommen direkt aus diesem Baumstumpf hier raus. Wie man die jetzt abmacht, brauche ich jetzt wirklich mal beide Hände. So, da sind sie. Na dann, mit Messer oder ohne? Was sagt ihr? Erstmal ehrfürchtig hier in die Knie gehen und dann erstmal betasten. Ah ja, schon mit Messer. Muss ich aber ein bisschen wahrscheinlich runterdrücken. Ich die Finger schneiden. Messer zu. Uiuiui. Das ist aber jetzt ein ganz schönes Gefummel. Stiele sind nämlich sehr zäh. Doch einzeln abschneiden. Geht nicht anders. Ja, ich werde die ja nicht kaputt machen.
sind sie. Und hier geht's weiter. Sieht super aus. Rein weiß. Noch von der Konsistenz her perfekt. Also hier nun das Ergebnis. Lässt sich doch sehen. Die kommen jetzt erstmal in mein Körbchen. Ich habe heute tatsächlich mal das mobile Körbchen mit dabei. Naja, man muss ja Kompromiss machen in jeder Ehe. Filzmann hat gesagt, gibt's nicht. Und ich habe gesagt, ich nehme einen Korb mit. Aber die mobile Variante, falls es doch nichts gibt, dann ist es halt eine schöne Wanderung. So. Dann auf. Einsammeln. Fein. Das ist ein leckeres Essen. Schaue ich noch mal von der anderen Seite. Gut, von der anderen Seite. Der darf mit. Die hier sind groß genug. Ja. Oh. Das waren nur Blätter. Hier. Stielansatz. Kann man einfach so am Stielansatz abschneiden. Das ist am besten. Ab mit dir ins Körbchen und dann wieder zurück. Einen fallen lassen, den hebe ich jetzt erstmal auf. Na, wo bist du? Da. Ja, lass mal sauber machen. Gut. Das Schöne an den Pilzen ist, die sind auch ganz einfach sauber zu machen, wenn man sie nicht gerade fallen lässt, wie ich. Es gibt ja so Pilze wie eine krause Glucke, die man ewig behandeln muss. Finde ich nicht so toll. Und die hier. Das ist doch echt easy. Und sie halten sich auch gut. Deshalb gibt es hier auch im Laden zu kaufen. Aber es gibt halt eine gewisse Größe. Sag mal, das hier, das ist wirklich schon das Maximum, was ich auch sammeln würde. Aber er ist fest und noch rein weiß. Und deshalb darf er mit. Aber der ist wirklich so groß wie meine Hand. Ja, also da ist dann auch irgendwann mal die Grenze erreicht. Ihr seht das, wenn sie zu alt sind, dann haben sie so einen braunen Rand hier oder auch die Lamellen sind dann auch so bräunlich. Dann bitte einfach stehen lassen, damit sie wieder aussporen können. Aber die hier, die sind alle tipptopp. Und immer darauf achten, kommen die alle aus einer gemeinsamen Stielbasis raus. An so einem
In der Buche können natürlich diverse Pilze wachsen. Das muss nicht immer nur Austernseitling sein. Deshalb auch hier wirklich jeden überprüfen. Solitär stehende Pilze einfach im Wald lassen. Im Zweifelsfall. Ansonsten schaut euch natürlich unsere Bestimmungsvideos an zum Austernseitling. Wenn ihr euch unsicher seid, immer genau checken vorher. Regen der letzten Tage, das merkt man schon. Na, prima, oder? Die Fallsucht. Fällt immer einer runter. Drei für mich, einer nach unten, aber ich heb sie auf. Und hier seht ihr es nochmal mit der gemeinsamen Stielbasis. Seht ihr es? Da kommen sie alle raus. Also sie haben einen Stiel, das ist auch nochmal wichtig. Gut. Ups, hier kommt mit. Die da unten, die lasse ich mal für. Die Tiere, die wollen ja auch was zu fressen. Huh? So, hier das Ergebnis. Das reicht mir auch erstmal aus. Ich muss das ja auch verarbeiten können und aufessen. Also, ich denke mal, das lässt sich doch sehen, oder? Schaut mal hier am nächsten Baum. Der steht noch, wie ihr seht. Aber die Krone ist schon komplett weg. Ich zeige es kurz. Also der hat es definitiv hinter sich. Ja, da kommen auf jeden Fall schon die nächsten Ansätze raus. Und natürlich, wir wollen es nicht vergessen, auch unser Buchenschleimrübling. Lecker. Außerdem wohnt hier die Hausmaus, also die Waldmaus. Und mit der habe ich mich nämlich vorhin schon hier unterhalten, aber die ist leider ein bisschen kamerascheu. Deshalb konnte ich sie euch nicht zeigen. Aber das probiere ich natürlich in den nächsten Tagen, wenn ich hier nochmal vorbeigehe, sie da einzufangen. Ich weiß ja, wo sie wohnt. Ein Stück Käse mit drin. Irgendwas. Mal gucken, ob sie sich vor die Kamera traut. Auch sehr spannend hier zu sehen, wie die Fliegen, oder nein, wie die Mücken hier um den Austernseitling herumtanzen. Der Austernseitling ist ja ein Parasit. Und der lockt ja diese Tierchen an. Die wissen nur noch nicht, dass das nicht so gut für sie ist. Tja, die Pilzsammler können sich wirklich an allen möglichen Zeug erfreuen. Hört ihr es hinter mir? Es wird langsam dunkel. Die Sonne ist gerade untergegangen. Das heißt, ich sollte jetzt schleunigst hier raus aus dem Wald. Da war sie, die Sonne. Da hinten. Naja. Ist aber auch schon schön, allein im Wald zu sein. Also die Tiere und ich. Ich mache mich jetzt mit meinen Pilzkörbchen auf die Socken. Und mal schauen. Pilzmann wird bestimmt staunen. Sieht man gar nicht so richtig, oder? Ich zeige es nochmal. Also hier das Ergebnis der Tour. Wunderschöne, leckere Austernseitlinge. Auf
dem Rückweg überlege ich mir jetzt noch ein paar Rezepte, wie ich das heute zubereite. Lecker, lecker, lecker. Also wirklich sehr schöne Pilze. Bevor der Wolf mich jetzt frisst, gehe ich dann aber mal. Also, in dem Sinne sage ich bis bald im Wald. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Mal gucken, was die nächsten Tage noch so bringen. Bin echt gespannt.